Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stromgenerator. So, heute in dem Video geht es um dieses Teil hier, das habe ich gebaut. Das ist Bestandteil von meiner Antenne in meiner Hütte für DVB-T2. Die ist völlig kaputt gegangen und dieses Ding habe ich behalten. Und aus der habe ich jetzt was richtig Tolles gebaut mit diesem Teil hier. Und zwar ist es ein Sender für VHF und UHF Antennenfernsehen. Das heißt, damit teste ich meine alten Fernseher, ob die Antenne noch funktioniert. Das heißt, hier habe ich meinen alten Fernseher und hier ist die Antenne. Der Fernseher ist nirgendwo anders angeschlossen. Hier ist nur das Netzkabel. Das geht hier lang ins Netz hier. Das ist kein Fake. Das ist wirklich nirgendwo mehr angeschlossen. Das ist nur Netz hier herein. Sonst ist nichts angeschlossen. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, der hat gar keinen externen Antennenanschluss. Also hat er hier, aber die sind beide nicht besetzt, wie man sieht. Sondern die Teleskopantenne hier ist ausgefahren. Nur über die werde ich jetzt VHF empfangen, und zwar wird das gemacht von meinem Modulator, der macht dann VHF. Und das Bild bekomme ich hier von dem DVD-Player, da ist die DVD drin, die spiele ich jetzt ab. Ja, jetzt schalte ich mal hier diesen Verstärker ein, da unten ist nämlich noch ein Verstärker, damit es auch ankommt. Jetzt schalte ich den mal ein. Das ist so ein Ding vom Dachboden, also halt so ein VHF-UHF-Antennenverstärker. Habe ich da jetzt noch ein fettes Ding dran gemacht. Und hier hinten, das hier ist Masse. Und das ist die Antenne, das heißt, der Funk, der nach hinten geht, der wird nach vorne geleitet und wird dann hier empfangen. Also maximal einen halben Meter, aber das reicht für mich, um das zu testen. Ich schalte den Modulator an. Ich mache das Ganze auf E4. Jetzt schalte ich den mal an. Man hört einen Ton. Das Bild ist nicht das Beste, aber es funktioniert. Also für so ein Schrottteil ist es wirklich schon sehr gut. Ich muss es vielleicht noch ein bisschen nachstellen am Sender. So ist es denn da gut? Schalte ich das an. So. Und es ist wirklich nur hier dieser Abstand. Da ist nichts anderes mehr angeschlossen. Ich könnte es auch ohne Strom machen, nur ohne Strom ist das Bild etwas schlechter. Es funktioniert. Das ist auch eine kleine Bildröhre. Funktioniert. Wenn ich jetzt die Antenne zum Beispiel so mache, wird das Bild schon schlechter. Wenn ich sie in die ganz andere Richtung drehe, ist es ganz schlecht. Jetzt drehe ich sie zurück. Jetzt ist es schon wieder besser. Es berührt aber nicht. Man muss es genau ausrichten, dann funktioniert das auch. Ja. Schalten wir das mal wieder aus. Ja, also. Ich finde das wirklich ziemlich cool. Damit kann ich jetzt meine ganzen Fernseher testen. Also E4 ist der beste Kanal. Ich habe das schon ausprobiert. Die anderen Kanäle sind nicht so gut. Ja. Und das Ganze, das Teil hier bekommt 12 Volt. Ich schalte das mal wieder aus. So. Ja. Es hat auch geklappt, wo ich einfach nur diesen Draht hier genommen habe und in die Luft gehalten habe. Das hat auch geklappt, nur sehr, sehr schlecht. Das heißt, ich habe einen Verstärker gebraucht, der ist hier drin, da ist der Verstärker. Und dann habe ich noch eine gescheite Antenne gebraucht, und zwar dieses Ding, und dann schon funktioniert das. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss.